Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Nachdem es eine Weile am Ölmarkt ja ziemlich gerumst hat, ist in der letzten Zeit doch eine ziemliche Stabilisierung festzustellen. Bleibt das so? Und welche Aussichten könnte das dann eben auch für Anleger, die Öl interessiert sind, bedeuten? Darüber rede ich jetzt mit Arnisch Willems von der Société Générale. Hallo Frau Gräbe. Herr Willems, man hat den Eindruck, Öl ist fast ein bisschen langweilig geworden. Also wenn man bedenkt, was es da für Ausschläge gab noch vor ein paar Wochen. Jetzt im Juni, wenn wir zum Beispiel auf Brent gucken, ist wieder ein ganzes Stück über der Marke von 40 US-Dollar und ist im Juni eigentlich fast seitwärts gelaufen. Also stabilisiert man sich hier immer weiter? Ja, es ist tatsächlich so, dass der Ölpreis jetzt fast schon langweilig wirkt nach den wirklichen Turbulenzen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Nichtsdestotrotz ist es so, dass er sich zumindest von seinen Tiefständen wieder erholt hat. Und wir sehen es ja, er war bei unter 20 US-Dollar, zumindest das Brentöl, und ist auch über 40 US-Dollar wieder gestiegen. Das ist ja eine Verdopplung in nur sehr kurzer Zeit. Und da haben wir zum Beispiel auch im Zertifikatebereich gesehen, dass viele Anleger, vor allen Dingen, wenn der Ölpreis runtergeht, tendenziell eher auf steigende Kurse setzen, also antizyklisch handeln. Und diese Strategie ist natürlich, zumindest wem das gelungen ist, auf den Tiefpunkt einzusteigen, sehr gut gelungen. Da ist natürlich die Frage, welche Strategie könnte man jetzt fahren, da sich Öl erholt hat und jetzt eben, wie gesagt, eine Weile so seitwärts gelaufen ist. Und dann auch die Frage, bleibt es dann auch so ruhig am Ölmarkt? Denn es ist ja viel Optimismus in letzter Zeit auch an den Aktienmärkten eingepreist worden. Optimismus, dass die Wirtschaft aus dem Gröbsten raus ist, sich erholt. Das heißt, wenn es aber jetzt nicht so kommt, könnte es dann auch nochmal wackelig werden beim Öl? Ja, das Öl ist tatsächlich konjunkturabhängiger Basiswert, sagen wir immer gerne. Und das bedeutet also, dass natürlich, wenn die Weltkonjunktur ins Stottern gerät, der Ölpreis in der Regel auch unter Druck gerät. So ähnlich haben wir das ja auch gesehen, waren ja auch die Auswirkungen jetzt in den letzten Monaten. Nichtsdestotrotz, wenn es natürlich wieder freundlicher wird, weltkonjunkturtechnisch, dann kann der Ölpreis in der Regel auch profitieren, mal abgesehen von anderen Umfeldfaktoren. Und das Gute ist, dass man zum Beispiel im Zertifikatebereich überhaupt erst Strategien einsetzen kann, um eben auf den Ölpreis zu setzen, weil es gibt eine Reihe von Zertifikaten, mit denen man im Prinzip direkt auf den Ölpreis setzen kann. Und somit ist es dann möglich, überhaupt erstmal sich den Ölpreis anzuschauen. Und wer dann eine Marktmeinung hat, der kann die dann tatsächlich auch umsetzen. Was stellen Sie da gerade fest? Sie sagten schon, als es so runtergegangen war beim Öl, da sind viele eben auch über die Zertifikate reingegangen, haben so in Öl investiert. Was stellen Sie aktuell fest? Ja, also es gibt zwei Gruppen grundsätzlich von Zertifikaten. Die eine, die Anlagezertifikate, die sind eher risikoarm, wohingegen die Hebelprodukte sehr risikoreich sind. Aber schauen wir erstmal auf die Anlageprodukte. Und da ist es so, dass nach wie vor ein Zertifikat bei uns zu den meistgehandelten Produkten zählt, ganz oben an der Spitze steht, was sich eben auf den Brentölpreis bezieht. Und das ist ein reines Partizipationszertifikat ohne Währungsabsicherung. Das bedeutet also, man geht mehr oder weniger 1:1 auf den Ölpreis. Dabei muss man berücksichtigen, dass Öl in US-Dollar gehandelt wird und wir natürlich hier in Euro handeln. Das bedeutet also, man muss, wenn man kauft, umrechnen und wenn man das Ölzertifikat theoretisch wieder verkauft, auch umrechnen. Das machen wir natürlich automatisch, das heißt den Preis des Zertifikats, der notiert in Euro, aber der Basiswert in US-Dollar. Das heißt, abgesehen von dieser Umrechnung ist das aber nach wie vor ein 1:1 Partizipationszertifikat. Das heißt, steigt der Ölpreis, steigt das Zertifikat, fällt der Ölpreis, fällt das Zertifikat. Und da ist es nach wie vor noch so, dass das aktuell zumindest das beliebteste Anlagezertifikat ist bei uns im Zertifikatebereich bei der Société Générale. Heißt, also wenn es einfach die Bewegung des Öls mitverfolgt, dass die, die gerade draufsetzen, eher davon ausgehen, dass Öl vermutlich noch weiter steigen könnte. Was bietet der Zertifikatemarkt auch darüber hinaus? Oder auch für eben Anleger, die sagen, ich traue dem Ganzen nicht, vielleicht fällt es ja noch? Genau, also ich gucke natürlich immer, wenn ich mir die Statistiken anschaue, nicht nach vorne, sondern eigentlich in den Rückspiegel, weil ich schaue natürlich immer, was wurde gemacht und nicht, was wird gemacht. Das heißt also natürlich, dieses Zertifikat ist schon länger bei uns in den Top-Listen. Das heißt, die Anleger, die das schon länger verfolgen, und die auch damals schon eingestiegen sind, die haben natürlich jetzt schon ein kleines Plus oder sogar ein großes Plus zu verzeichnen. Nichtsdestotrotz, wenn man nach vorne guckt, ist es natürlich so, dass der Ölpreis oder auch, das gilt ja für alle Werte, die steigen ja in der Regel nicht wie an der Schnur gezogen oder fallen wie an der Schnur gezogen. Das ist natürlich an der Börse immer so eine gewisse Wellenbewegung und das kann man durchaus aus Trading-Gesichtspunkten durchaus nutzen mit Hebelpapieren, die sind dann eher risikoreich. Damit kann man aber dann auch auf fallende Kurse setzen. Also wer jetzt immer noch davon ausgeht, der Ölpreis geht wieder Richtung 20 US-Dollar. Der findet Turbo-Optionsscheine auf den Ölpreis, die eben mit dem Merkmal Put ausgestattet sind. Das heißt, sie setzen auf fallende Kurse. Das heißt, da verdient man dann Geld, wenn der Ölpreis fällt. Umgekehrt kann man natürlich auch mit Hebel dann auf kurzfristige Entwicklungen setzen. Aber das ist eher was für Anleger, die sich schon ein bisschen besser auskennen. Im Grunde genommen sind es bei den Anlagezertifikaten auch noch andere Strategien, die möglich sind mit Discount-Zertifikaten. Aber wenn man sich die
Anlage sozusagen Trends anguckt, zumindest bei uns im Zertifikatebereich, ist schon ganz klar, entweder Partizipationszertifikate, es gibt ja auch währungsgesicherte Varianten, oder eben dann meistens Hebelprodukte. Also Sie haben schon gesagt, Hebelprodukte, das risikoreichere. Währungsabsicherung haben Sie schon angesprochen. Da gibt es ja offensichtlich beide Möglichkeiten, weil das natürlich auch ein entsprechender Risikofaktor ist. Da sind wir schon bei den Faktoren, auf die man generell achten muss, den Risiken vielmehr natürlich, auf die man hier achten muss. Genau, also bei Partizipationszertifikaten auf Öl fangen wir damit mal an. Da ist tatsächlich die Liste der Risikofaktoren relativ lang. Also zum einen ist es natürlich so, wenn der Ölpreis fällt, dann mache ich auch Verlust mit dem Zertifikat. Dann der Ölpreis in US-Dollar. Wir handeln hier aber in Euro, Währungsumrechnungsrisiko. Dann sind Zertifikate, die werden in der Regel von einer Bank begeben. Da muss man das Bonitätsrisiko berücksichtigen. Und zum Schluss noch das Risiko natürlich, dass wenn man ein Zertifikat auf den Ölpreis hat, hat man nicht direkt den Ölpreis, sondern den Ölpreis-Future als Basiswert. Da können Rolleffekte über die Zeit entstehen. Und vor allen Dingen, als es jetzt so eine Marktverwerfung gab, war das durchaus relevant. Das heißt also für Anleger, die sich sozusagen dafür interessieren und das allererste Mal überhaupt zum Beispiel ein Zertifikat auf Öl sich anschauen möchten, die sollten sich vorher noch mal informieren. Bei uns oder auch vielen anderen Anbietern auf den Webseiten gibt es umfangreiches Informationsmaterial zum Thema Öl. Wie funktioniert ein Öl-Future und was bedeutet das für ein Zertifikat? Also das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, bevor man ein erstes Investment macht und vielleicht dann erstmal ein Musterdepot, bevor man dann direkt einsteigt. Also sich informieren, worauf man achten muss und eine Marktmeinung, wohin das Öl geht, die braucht man natürlich auch. Herr Willems, vielen herzlichen Dank. Alles klar, gerne. Liebe Zuschauer, unser Blick mal wieder aufs Öl. Da ist ein bisschen Ruhe eingekehrt und Anleger fragen sich dann natürlich, bleibt das so und was kann ich da im Moment vielleicht gerade tun? Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss.